Bau dir dein eigenes Weltportfolio mit ETF? Wir zeigen es dir in diesem Video. Servus Leute und herzlich willkommen in unserem neuen Video. Die Jungs von der Mission Money sind back. Und heute nehmen wir uns mal wieder eins eurer Lieblingsthemen zur Brust sozusagen, und zwar passives Investieren mit ETF. Wir zeigen euch heute Schritt für Schritt, wie du dir dein Weltportfolio zusammenbaust. Absolut richtig. Und als Hauptquelle für dieses wunderbare Video ziehen wir dieses Standardwerk des passiven Investierens heran. Gerd Kommer, souverän investieren mit Indexfonds und ETFs. Und, liebe Leute, kleines Fun Fact sozusagen, kleiner Fun Fact. Gerd Kommer wird auf jeden Fall auch nochmal bei uns im November zu Gast sein, und zwar zusammen mit Max Otte. Wir moderieren ein Streitgespräch zwischen Gerd Kommer und Max Otte zum Thema aktives versus passives Investieren. Das ist ja immer wirklich die Frage, aktiv versus passiv, ist auch in unserer Community überall, ihr diskutiert da gerne, ist die Gretchenfrage, und viele von euch schwören ja, wie gesagt, auf das passive Investieren. Wir beide finden das jetzt auch nicht so schlecht, aber trotzdem merken wir immer wieder, die Leute haben ein bisschen Probleme, den richtigen ETF zu finden. Das merken wir bei den Kommentaren oder Direktnachrichten, Briefe, wir kriegen ja alles in den Kommentaren. Und Briefe. Hast du schon mal einen Brief bekommen? Mhm. Ich nicht. Also wie man das baut, ist ja für den einen oder anderen leider nicht so einfach. Von dir habe ich einen Brief bekommen. So, Spaß beiseite, ne? Also es ist nicht so einfach, wie Mario schon angesprochen hat. Und zwar hat das auch einen guten Grund, denn es gibt ja tatsächlich zig verschiedene Möglichkeiten, so ein Weltportfolio zu strukturieren. Und hier auf YouTube liest man immer mal wieder in den Kommentarspalten, dass es ja im Prinzip ausreichen würde, einen Sparplan auf den MSCI World abzuschließen. Da sagen wir, ja, das ist ein netter Anfang, aber das ist noch nicht die einzige, alleinige Möglichkeit, das Weltportfolio aufzubauen. Wir zeigen euch heute Schritt für Schritt, wie es anders gehen kann, möglicherweise auch, hoffentlich, wie es besser gehen kann. Leute, wir müssen jetzt noch was Wichtiges loswerden, aber es geht jetzt nicht darum, warum es sinnvoll ist, in ETFs zu investieren. Das erklären wir jetzt nicht nochmal. Da einfach unser Video gucken, findet ihr hier oben. Genau, diese ganzen Pro-Argumente für ETFs, die kennst du ja mit Sicherheit schon, denn ja, wenn du dieses Video anschaust, dann bist du ja entweder wahrscheinlich schon in ETFs investiert oder du interessierst dich zumindest für dieses Thema, und damit stehst du auch nicht allein hier in Deutschland, denn ETFs sind ja momentan ziemlich on vogue. Das beweisen auch die Zahlen. Das ETF-Anlagevolumen in Deutschland beträgt derzeit knapp 13 Milliarden Euro, 12,9, um genau zu sein. Und jeden Monat fließen mehr als 70 Millionen Euro mittlerweile in 461.000 Sparpläne. Das ist absolutes Rekordniveau. So, aber jetzt kommen wir nochmal darauf, warum ETFs nicht automatisch passives Investieren bedeuten. Ja. Gerd Kommer weist immer wieder darauf hin, also ETFs sind lediglich der erste Schritt sozusagen zum passiven Investieren. Genau, der zweite Schritt ist, dass du deine Anlagen dann auch wirklich langfristig hältst. Also dich als Investor wirklich passiv verhältst und nicht dauernd umschiftest, also deine ETF-Strategie über den Haufen wirfst, in den einen ETF rein, in den anderen ETF wieder raus und so weiter. Das wäre dann nämlich schon wieder ziemlich aktiv, also aktives Investieren, allerdings dann mit einem passiven Produkt, und das wollen wir nicht. Also bitte Leute, wir sagen es jetzt nochmal als Buy-and-Hold-Anleger, bitte einfach durchziehen, die Sparpläne laufen lassen oder beziehungsweise egal, was die Kurse machen. Schöne Grüße an Dieselpower90, der hat uns neulich gefragt, beim Crash zieht ihr durch mit den Sparplänen? Ja, auf jeden Fall. Das machen wir. Jetzt kommen wir aber nochmal zu zwei Argumenten, die wir für dich parat haben, warum du auch als passiver Anleger nie ganz passiv bist. Ja, definitiv, denn du bist ja hochgradig aktiv, wenn du deine Anlagestrategie mit ETFs festlegst, also sozusagen deine Asset Allocation. Das ist ja auch das Herzstück des passiven Investierens, eine langfristige Asset Allocation dann auch wirklich durchzuziehen über die Laufzeit. Und da ist natürlich ganz wichtig, wie viel Risiko kannst du eigentlich tragen, wie triffst du deine ETF-Auswahl und ja, wie ist dann da überhaupt deine Vermögensallokation, welche ETFs kommen dann letztendlich ins Portfolio rein. Das Wichtige ist, dass du halt im Zeitverlauf immer wieder überprüfst, stimmt die Zusammenstellung noch? Ist das so, wie ich es im Portfolio haben will? Und passt das zu meiner ursprünglichen Anlagestrategie? Darauf werden wir im letzten Abschnitt nochmal beim Rebalancing ganz genau eingehen. Also Leute, es gibt hier zwei Grundbestandteile in einem Portfolio. Und zwar einmal den risikobehafteten Teil und einmal den risikofreien Teil. Im risikofreien Teil sind halt nur supersichere Anlagen vorhanden. Das können zum Beispiel Staatsanleihen sein, bester Bonität idealerweise, zum Beispiel von der Bundesrepublik Deutschland, oder auch
Tagesgeld. Also hier bei diesen Anlagen, da kann dir in der Regel nichts verloren gehen. Das musst du so sehen wie eine Defense oder wie die Abwehr in einem Fußballteam. Ne? Bombensicher im Idealfall. Und im risikobehafteten Teil sind halt Aktien oder auch Rohstoffe vorhanden, also Anlagen, die stark schwanken können. Das Wichtige ist jetzt, du musst das Mischverhältnis festlegen für dein Depot. Das kann kein anderer machen, das musst du da draußen selber machen. Sagen wir jetzt mal zum Beispiel, 80% fließen bei dir in risikobehaftete Anlagen und 20% in risikoarme oder risikofreie. Oder eben andersrum. Wie gesagt, das kannst du selber entscheiden. Dafür musst du aber deine persönliche Risikotragfähigkeit kennen. Also wie viel Risiko willst du und kannst du eigentlich? Ja, und das ist gerade als Anfänger gar nicht so leicht, wenn man noch nicht so viel Börsenerfahrung hat. Denn wenn man da noch nicht mal eine Korrektur oder einen Crash tatsächlich mal mitgemacht hat, dann weiß man ja gar nicht, wie wird man dann reagieren, wenn es mal soweit ist. Und deswegen geben wir euch jetzt mal so ein paar Anhaltspunkte, an denen ihr das möglicherweise im Vorfeld eurer ETF-Allokation schon mal feststellen könnt oder wie ihr euch da auf den Prüfstand stellen könnt. Und wir haben noch mal einen ganz guten Selbsttest aus dem Internet im Gepäck. Den werden wir euch gleich ganz kurz vorstellen. Aus dem Internet, zeigen wir euch gleich. Und zwar die Risikotragfähigkeit hängt natürlich zum einen mal davon ab, wie viel verdienst du und wie hoch ist dein Notgroschen. Der sollte natürlich im besten Fall Cash auf dem Konto liegen oder auf dem Sparbuch. Und dann ist natürlich dein Anlagehorizont wichtig für die Risikotragfähigkeit. Aber natürlich auch, wie Timo hat schon angesprochen, wie hältst du das emotional aus? Das wissen viele nicht oder erst, wenn es zu spät ist. Und das ist halt auch ganz entscheidend. Ja, und diese Stressresistenz, sage ich jetzt einfach mal, die ist fast am wichtigsten. Da geht es ja auch im Prinzip um deinen ruhigen, gesunden Schlaf idealerweise. Und da geben wir dir jetzt mal ein gutes Beispiel, warum das so ist. So, hier haben wir jetzt mal den MSCI World, den Chart über 40 Jahre. Sieht ja sehr, sehr gut aus. Der hat über die Laufzeit 7% pro Jahr gebracht. Aber man sieht ja auch ganz schön, dass es zeitweilig immer mal wieder heftige Rücksetzer gab. Teilweise wirklich bis zu 50% Minus. Und da musst du dich als Anleger wirklich ehrlich fragen, kannst du das emotional verkraften, wenn zwischendurch mal die Hälfte deines Geldes weg ist? Ne? Also wenn du 100.000 Euro Anlagesumme hast und zwischenzeitlich sind das halt nur noch mal 50.000 im Depot, da ist ja dann schon ein schöner Dreier-BMW sozusagen dann wieder weg. Ach, der braucht schon einen Dreier-BMW. Naja, ganz ehrlich, also da muss man sich das klar machen. Das ist jetzt nicht nur irgendeine abstrakte Sache, sondern du musst das halt tatsächlich dann auch mal umrechnen, was ist denn da der Gegenwert dann tatsächlich dieses Geldes. Es ist halt, wie Timo schon gesagt hat, eine sehr abstrakte Sache und viele Anleger, ist auch ein Problem, überschätzen sich einfach maßlos, also ihre Risikotragfähigkeit. Das Ding ist eben, die Märkte sind die letzten Jahre einfach sehr gut gelaufen. Wir hatten mal ein paar heftige Rückschläge. 2016 ist mal wirklich das Jahresanfang war eine Katastrophe. Aber trotzdem, dass es so dauerhaft jetzt wirklich so, weiß ich nicht, ein halbes Jahr, ein Jahr dahin geht, kennen viele nicht. Und deswegen haben wir jetzt einen guten Selbsttest rausgekramt. Und zwar ist der von der UBS. Ich habe ihn selber schon gemacht. Der spiegelt wirklich beide Seiten der Medaille sehr schön. Gewinne und Verluste. Ist auch gar nicht so einfach, sich da zu entscheiden. Aber ich glaube, man kriegt da sehr schnell ein schönes Bild davon, wie gierig man ist oder wie resistent oder wie ängstlich vielleicht auch. Also wie gesagt, kann ich mal empfehlen. Link packe ich Timo natürlich auch, unten in die Beschreibung rein, nur für euch. Macht das mal, hier könnt ihr euch das jetzt mal anschauen, wie der Test aussieht. Also der Test ist wirklich total simpel, für jeden leicht zu verstehen und das Beste daran, für mich gerade als ungeduldiger Mensch, er geht sehr, sehr schnell. Und je nachdem, was da für ein Ergebnis bei diesem Selbsttest rauskommt, kannst du das dann im zweiten Schritt nochmal mit dieser wunderbaren Tabelle hier abgleichen, die wir aus dem Buch von Herrn Kommer entnommen haben. Die sieht jetzt etwas kompliziert aus, zugegebenermaßen, aber wir erklären sie dir jetzt nochmal im Schnelldurchlauf. Also sagen wir mal, du hattest jetzt im UBS-Selbsttest das Ergebnis, dass du mittleres Risiko gehen solltest. Dann könntest du jetzt hier ja erstmal schauen nach einer 50-50-Aufteilung im Verhältnis von risikofrei und risikobehaftetem Anlageteil. Das heißt, du hattest in der Vergangenheit dann bei der 50-50-Aufteilung einen maximalen Verlust von 30% und zwar im Zeitraum zwischen 1975 bis 2014. Das ist der von Herrn Kommer untersuchte Zeitraum und eine Rendite von 7,4% jährlich. Und zukünftig solltest du laut Gerd Kommer mit circa einer Rendite von 4,4% pro Jahr rechnen und zwar, weil wir in Zukunft wahrscheinlich ein etwas niedrigeres Wirtschaftswachstum haben. Das könnte dir natürlich aber immer noch zu viel Risiko sein mit den 30% Minus. Wenn du es jetzt ein bisschen sicherer haben willst, dann könntest du natürlich auch sagen 60-40 die Aufteilung. Dann wären es nur noch 24% Drawdown.
aber halt auch nur noch 3,3% erwartete Rendite. Das ist natürlich das Negative. Übrigens, wie immer, muss man noch dazu sagen, wir haben das vor Kosten und Steuern gerechnet. So Leute, jetzt kommen wir mal zum ETF-Weltportfolio, so wie es ETF-Experte Gerd Kommer empfiehlt. Und da müssen wir eins nochmal vorweg schießen. Wir haben es, glaube ich, auch schon angesprochen. Es handelt sich um ein reines Buy-and-Hold-Investment. Also es gibt kein hektisches Rein und Raus, kein Auf- und Abbau von Positionen. Und es handelt sich um ein breit diversifiziertes Portfolio. Also Leute, wir sagen es jetzt wirklich nochmal hinter die Ohren schreiben. Es reicht nicht nur, sich den MSCI World ins Depot zu legen, weil der einfach nicht breit genug gestreut ist. Das denken immer wieder viele, schreiben auch viele in die Kommentare mal rein, MSCI World und gut ist, war bei uns auch schon öfter. Aber der Nachteil ist eben, MSCI World ist zu fast 60% USA, also US-Aktien. Emerging Markets kommen nicht vor, Small Caps auch nicht. Und es sollte halt definitiv drin sein, weil das Portfolio sollte breit gestreut sein und halt auch bei der Rendite ein bisschen was bringen. Genau. Und deswegen gibt es ja, wie bereits schon erklärt, einen risikobehafteten Teil mit also Aktien, Immobilien und auch Rohstoffen. Die sind für die Erzielung der Rendite zuständig, also sozusagen der Sturm in so einer Fußballmannschaft. Und es gibt den risikofreien Anteil mit Staatsanleihen bester Bonität. Oder wer komplett sicher gehen will, der kann also auch das Geld auf dem Sparbuch damit hinzuzählen oder halt Tagesgelder. Aber das nur by the way, jetzt schauen wir uns das Ganze nochmal in einem Schaubild an, um das Ganze zu verdeutlichen. Und zwar haben wir jetzt nochmal ein Beispiel mit dabei. Ne? Da sieht man hier, 70% der zu investierenden Summe gehen in den risikobehafteten Anteil des Portfolios und 30% in den risikofreien Anteil. Und in die Asset-Klasse Aktien entwickelte Länder gehen 55% der zu investierenden Summe, in die Emerging Markets 25%, das sieht man hier. Die Aufteilung kommt übrigens so zustande, dass sie nach dem Anteil des weltweiten Bruttoinlandsprodukts gewichtet wird, also nicht nach der, Marktkapitalisierung. So. Und da sieht man auch sehr schön, dass Komma eben dann bei den entwickelten Märkten nochmal nach Large Caps und Small Caps unterteilt, also Aktien mit großen Börsenwerten und Aktien mit weniger Börsenwert. Der Grund dafür ist einfach, die kleineren Börsenwerte können die Performance schön nach oben ziehen, sind aber eben auch schwankungsanfälliger, wenn es da mal rappelt an der Börse. Und dann mischt er noch Immobilienaktien und Rohstoffe bei, das sieht man jetzt hier. Das ist aber kein Must, das sagt er auch selbst. Also wenn du jetzt keine großen Beträge zur Verfügung hast, dann kannst du darauf auch verzichten. Worauf du aber keinesfalls verzichten solltest, das sind die Staatsanleihen oder aber, wenn du komplett vollstens auf Nummer sicher gehen willst, Tagesgeld oder Geldmarktfonds oder auch das Sparbuch. Da gibt es momentan nicht viel zu holen, aber das Geld ist zumindest bombensicher angelegt. So, jetzt hast du schon mal das theoretische Rüstzeug, also die Asset Allocation, wie das funktioniert, hast du sozusagen im Sack. Können wir einen Haken dran machen. Jetzt stehst du natürlich nochmal vor der Aufgabe, die richtigen ETFs auszusuchen. Das ist nochmal eine eigene Wissenschaft für sich. Würde schon mal wieder ein eigenes Video hergeben. Schreibt es mal in die Kommentare bitte, wenn ihr dazu auch eins haben wollt. Jetzt haben wir natürlich noch ein paar Tipps, wo ihr euch da selber mal schlau machen könnt und wo man sich ETFs raussuchen kann. Zum Beispiel extrafunds.de oder justetf.com. Links packen wir euch auch nochmal unten rein. Die sind schön übersichtlich. Ja. Und die Suchmasken sind auch nicht so schlecht, oder? Absolut, absolut. Schön übersichtlich, finde ich. Gerd Kommer hat aber auch noch einen eigenen Vorschlag gemacht in seinem Buch zur ETF-Auswahl. Und die zeigen wir euch jetzt mal. Da ist sie auch schon, ne? Wichtig, das sind jetzt keine Kaufempfehlungen, sondern nur Beispiele. Und da sieht man auch anhand der Auswahl schon, worauf Komma großen Wert legt, nämlich die Kosten niedrig halten und lieber auf einfache Produkte setzen, also auf physische ETFs. Und wer jetzt noch nicht weiß, was physisch heißt bei ETFs, hier in unserem Video, was wir jetzt hier oben einblenden, erklärt Komma es hier sogar nochmal selbst. Jetzt ist die Frage, was versteht man unter diesem kryptischen Wort Rebalancing? Ist eigentlich ganz einfach. Du stellst regelmäßig dein Depot wieder in diesen Zustand oder das Portfolio sozusagen, wie es ursprünglich gedacht war. Das heißt, du musst es einfach wiederherstellen. Denn im Zeitverlauf verschiebt es sich durch die Performance. Sag mal, du hast jetzt Zustand A und irgendwann ist es Zustand B. Ja, eigentlich gar nicht so kompliziert. Und dazu schauen wir uns jetzt dieses Tortendiagramm hier mal an. Das ist jetzt mal eine stark vereinfachte Portfoliostruktur, nur um das Prinzip zu verdeutlichen. Also sagen wir, nach 3 Jahren hat sich das Portfolio jetzt folgendermaßen entwickelt und sieht jetzt so aus. Der Grund dafür ist ganz einfach, die Aktienpositionen haben stark zugelegt im Kurs. Da könnte man jetzt natürlich sagen,
das ist ziemlich nett, lass ich jetzt einfach weiterlaufen, aber so einfach ist es dann leider doch nicht. Denn zum einen ist jetzt das Risiko gegenüber der ursprünglichen Anlagestrategie übergewichtet, also sollte man das wieder abbauen. Übrigens ist das wissenschaftlich sogar nachgewiesen, also wir erzählen hier nicht einfach irgendwas, dass Rebalancing die Performance pimpt, ganz wichtig, und zwar um 0,5 Prozentpunkte pro Jahr. Klingt jetzt erstmal nicht so dolle, also 0,5 Prozentpunkte pro Jahr. Könnte man ja vielleicht auch darauf verzichten, denkt jetzt der ein oder andere. Da sagen wir nein. Und zwar über 35 Jahre Anlagedauer machen diese 0,5 Prozentpunkte pro Jahr 20% des kompletten Vermögensendwertes aus. Also anstatt einer Million sind es dann 1,2 Millionen. Also das lohnt sich dann wirklich über die Laufzeit definitiv. Sollte man schon machen. Die Frage ist halt jetzt, wie geht man beim Rebalancing vor? Also intuitiv würde jetzt jeder wahrscheinlich sagen, 15% von unserem Beispiel in Aktien verkaufen und in die Staatsanleihen rüberschieben. Das ist aber nur der eine Weg und natürlich ist das auch mit Ordergebühren und Steuernachzahlungen möglicherweise verbunden. Ja, definitiv. Und das wollen wir alle nicht. Ne? Weder Ordergebühren noch Steuern zahlen, alles pfui. Zu dreckig. Zu dreckig, genau. Deswegen gibt es ja noch eine zweite Möglichkeit. Und zwar natürlich über die Dividendenausschüttung oder über eigenes Sparen, das Zurücklegen von Geld auf ein Wertpapierverrechnungskonto, also einen Dauerauftrag aufs Wertpapierverrechnungskonto, das Rebalancing vornehmen. Ne? Das ist wesentlich sinnvoller und wichtig ist halt auch, dass man es regelmäßig macht. Also mindestens alle 24 Monate wirklich das Depot wieder in den ursprünglichen Zustand wiederherstellt. Und jetzt habt ihr noch eine dritte, vierte, fünfte Möglichkeit, nämlich ich würde mal sagen, Kanal abonnieren, Video liken und fleißig kommentieren. Wir hoffen, euch hat es gefallen und ihr legt jetzt mit den ETFs richtig los, richtig euer Weltportfolio. Wir haben euch geholfen dabei, hoffentlich. Das war's, oder? Das war's. Wochenende. Macht es gut, Leute. Wir sehen uns. Bis bald. Tschüss. Bis dann. Ciao.